Das ist anscheinend unsere Freundin, oder wie habe ich das richtig verstanden? Okay, wir bringen sie mal runter. Hier ist ja der Höhleneingang gewesen. Können wir hier einfach... Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass wir einfach runterspringen können. Aber hier unten scheint der Eingang zu sein. Such mal, hier ist ja der Weg. Du kommst mit, ne? Sie läuft uns hinterher. Perfekt. Na, wer ist so einen richtigen Begleiter jetzt hier? Okay, let's go. Mhm, da ist die Höhle. Ist ja schon irgendwie lustig, wenn Vars selbst herkommt, um die Drogen zu kaufen und dann... Wobei, der wird wahrscheinlich nicht selber wegen sowas herkommen. Das waren ganz seine Jungs dann eher für ihn. Und dann einfach so ein paar Meter unter dem Haus werden die ganzen Leute, die er sucht. Aber gut. Lisa? Daisy? Du hast es geschafft. Oh. Daisy, es tut mir so leid. Okay. Genug geheult jetzt. Und ich habe dieses Boot. Wenn wir es reparieren, ist es das Ticket weg von der Insel. Ja, und direkt auf den Grund des Ozeans. Sagt der Bootsexperte. Aber ich brauche etwas Hilfe. Es gibt einen Antriebskopf für den Außenborder, der fehlt. Okay, ich sehe mich mal um. Schön, bunt. Komm, sieh's dir an. Tut gut, ich finde den Antriebskopf in der Höhle. What? Glaubst du, du kriegst das Boot hin? Das war mal mein Hobby. Wird schon. Ich trink mal heimlich was. Wie geht es dir? Ich will nicht drüber sprechen. Ich frag mich, was wohl gerade in Santa Monica los ist. Staub ist Malibu. Das garantiere ich dir. Du verpasst gar nichts. So, okay. Aber mir gefällt es nicht, wie Jason sich gerade verändert. Es könnte in eine negative Richtung gehen. Ihm macht es jetzt langsam sogar schon Spaß, Leute umzubringen. Am Anfang war er noch so angetan davon. Er ist gar nicht damit klargekommen, auch Tiere zu häuten. Und jetzt gerade hat er so diesen Action-Fieber-Moment. Wenn ich das am Ende noch die falschen Entscheidungen trifft. Aber wir werden sehen. Ein schickes Bötchen hier auf jeden Fall. Steht schon ein paar hundert Jahre da. Nein. So alt ist es natürlich noch nicht, aber... Gucken, ob wir das seetauglich kriegen. Aber wir haben eh noch ein paar Freunde zu befreien. So schnell gehen wir noch nicht. Wir sollen hier weiter in die Höhle. Okay, hier vorne ist irgendwo dieser Motor angeblich. So wie ich das Spiel kenne, unter Wasser. Natürlich, da leuchtet schon so schön. Oh, Vorsicht. So, Antriebskopf gefunden. Zurück. Ja, kommt schon. Und was hat es aber auch wirklich gar nicht gefallen, dass wir hier diese Tattoos hatten. Holy shit. Okay, mal gucken. Hilft uns das schon mal weiter? Hey, du hast ihn. Und weil du ihn hast, kannst du ihn auch anbauen. Na toll. Sollte nicht zu schwer sein, oder? Erklär nochmal, warum du das nicht machst. Ich bereite die Zündung vor. Oh, tolle Erklärung. Bist du schon fertig? Ja, fast. Das war's. Ja. Klasse. Jetzt schaffen wir es selbst. Vielleicht sprichst du noch mal mit Lisa, bevor du gehst. Okay. Ist es dann schon fertig hier? Nein, oder? Da fehlt doch das Safe was. Das Teil kann doch noch nicht ready sein, um hier wegzucruisen. Also ich bin kein Bootsexperte, aber müsste hier hinten irgendwo nicht eine Schraube oder so sein, mit dem dann Antrieb und so, ne? Aber irgendwie... Vielleicht ist es hier irgendwo unten. Wer weiß, keine Ahnung. Ich bin ja kein so Experte, vielleicht weiß es jemand besser als ich. So, das war nochmal mit ihr reden. Jede Nacht träume ich von Hollywood und wach hier auf. Tut mir leid, dass du den Dreh verpasst hast. Ist nicht dein Fehler. Ich hätte darauf bestehen sollen, nicht zu springen.
Sache. Wir sind beide sicher. Du hast mich gerettet. Ich verdanke dir mein Leben. Was wir jetzt brauchen, ist eine Art Plan. Okay, ich finde Riley und unsere Freunde. Du bleibst hier und hilfst Daisy mit dem Boot. Wir hätten die Flucht fast nicht überlebt. Hey, keine Sorge. Ich mach das schon. Sei vorsichtig. Ich helfe mal Daisy. Das bin ich immer. Damit hätten wir das hier abgeschlossen. Und machen wir uns auf. Wir haben noch genug zu tun. Ihr seid hier erstmal sicher. Wobei ich mir gut vorstellen könnte, dass hier nochmal irgendwas passiert. Das war's, da vielleicht auch noch irgendwie Infos erhält, dass die hier unten sind. Und ich glaube, das wirft uns dann nochmal ordentlich zurück. Aber wer weiß, wir gucken. Ich habe keine Ahnung. So, hier wären wir. Jetzt haben wir noch keine neuen Aufgaben. Wahrscheinlich kriegen wir gleich einen Anruf. Hallo? Jason, ich habe oft versucht, dich zu erreichen. Was ist passiert? Barsch hat mich geschnappt. Ich konnte mit Lisa fliehen, aber er hat die anderen noch. Ich bin nicht stark genug, um sie zu befreien. Du brauchst mehr Kraft im Kampf gegen Barsch. Ich kann dir diese Stärke nicht geben. Aber es gibt jemanden, der das kann. Citra, du bist bereit. Du musst zu ihr gehen. Wer ist sie? Citra ist die Anführerin unseres Volkes. Sie kann dich zum Zentrum führen. Sie wird deine wahre Kraft entdecken. Ihr Tempel ist im Dschungel. Ich treffe dich am Tor. Also gut. Citra ist die, die Vars erwähnt hat. Wo bin ich da nur reingeraten? Ich weiß es auch nicht. Triff Citra. Okay. Wo befindet sich die genau? Erkunde die Insel oder sprich mit Citra, um ein neues Missionsziel zu bekommen. Citra ist hier unten. Tempeltorweg. Das heben wir uns aber erstmal noch ein bisschen auf. Ich würde erstmal hier noch wirklich das Gebiet erkunden, ein paar Sachen erledigen. Und jetzt hoffentlich erstmal ein bisschen Geld loswerden. Damit wir auch wieder ein paar Sachen mitnehmen können. Oh Mann. Der Lootfinger wird in dem Spiel nicht glücklich. So, also eigentlich ja schon, aber wir haben keinen Platz dafür. Ich kann nicht mehr auffüllen. Oh no. Okay, wir können Granaten kaufen. So, Molotovs. Eine Glasflasche, eine brennbare Flüssigkeit und Feuer. Schon hast du eine Brandwaffe zum Werfen, mit der du jedem Gegner den Tag versauen kannst. So, hier können wir uns noch ein bisschen was kaufen. Ja, ist okay, ich will einfach nur Geld loswerden. Her damit. RPG-7 Munition. Let's go. Ich nehme alles, was ich kriegen kann. Okay. Und dann kann ich halt direkt wieder verkaufen. Also es ist halt ein Kreislauf, der hört nicht auf. Eine Goldkette, die seit Jahrzehnten nicht mehr modern ist. Weg damit. Rostiges Universalmesser. Dieses rostige alte Messer ist stumpf und abgenutzt. Damit kann man nicht einmal mehr Papier schneiden. Aber verkaufen können wir es trotzdem. Schlüssel, den Text kennen wir schon. Batterien. Edelstein. Ich versuche halt alles so einmal vorzulesen, dass wir es mal gehört haben. Es sind schon echt coole Texte dabei. Einen Preis erzielen, okay. Königsspielkarte. Ein Karo-König. Prägedrucke mit Goldblättern ist bestimmt wertvoll. Ah, den haben wir auch schon mal, stimmt. Oder Teddybär. Vergilbtes Foto. Die Polymerbanknote, die hält ein bisschen länger, genau. Haben wir sogar zwei davon. Blauer Pokerchip. Ja. Und damit sind wir wieder ready. Ich müsste mir eigentlich mal eine Waffe kaufen. Irgendwas teureres. Spezielles. So ein Flammenwerfer für 2400. Irgendwas in diese Richtung müsste ich mir mal holen hier. Karten. Objekte. Diese Karte zeigt alle sammelbaren Gegenstände in der Nähe von Amanaki auf der Nordinsel. Beute. Mhm, das machen wir. Damit werden wir das Geld los. Jetzt haben wir was gefunden. Kaufen. So. Beute Amanaki. Kaufen. Boom. So kann man also sein ganzes Geld loswerden. Objekte Bad Town. Wir waren noch nicht mal in diesem Gebiet, aber okay. Holen wir uns trotzdem für 500 und die Beute für 1500. Und dann, wenn ich das richtig sehe, haben wir jetzt komplett für den nördlichen Bereich der Insel. Hier sehen wir, wie die Insel insgesamt aufgebaut ist. Die Karten.
Soll ich mir die auch noch holen? Ich glaube, das müssen wir nicht. 1600 heben wir uns jetzt mal auf. Wo war denn jetzt gerade hier der Granatwerfer? Okay, den besitzen wir nicht. Schade. Ich hätte jetzt gehofft, durch die Mission haben wir den automatisch freigeschaltet, aber... Gut, der war schon mega OP. Der war... Holy shit. Gut. Nahkampfwaffen. Damit warten wir noch. Ich will noch die Machete nutzen. Okay, wir sind ready. Weiter geht's. Wir gucken auf die Karte und jetzt... Ich befürchte Schreckliches. Mhm. Genau das habe ich erwartet. Die Karte ist überfüllt. Und hier drüben kennen wir das halt noch nicht mal. Finde ich aber gut. Warte. Um sicher zu gehen. Ja. Ich finde es gut, dass hier, obwohl wir die Karte gekauft haben, noch nichts angezeigt wird, bevor wir den Funkturm nicht breit haben. Das ist nicht schlecht. Ja, und jetzt müssen wir halt eigentlich mal ein bisschen sammeln, ne? Und hier Nebenquests und so machen. Die Wilder Dogs würde ich jetzt mal angehen als nächstes. Das bedeutet, wir schnappen uns den Gleiter und segeln einfach mal fröhlich darüber. Und dann gucken wir mal. Let's go. Ich hoffe, hier läuft auch alles. Schaut ganz gut aus. Das ist immer meine schlimmste Befürchtung, dass ich nach irgendeiner super langen Aufnahmesession nach rechts gucke. Und dann entweder da steht so ein Fehlercode irgendwie. Es hat was nicht funktioniert. Die Aufnahme ist kaputt, weil sie super verlaggt ist oder so. Das ist zum Glück noch nie passiert. Oder ich habe einfach schlichtweg vergessen, auf Aufnahme zu drücken. Das ist tatsächlich schon mal passiert. Das habe ich auch schon mal ein bisschen ausführlicher, glaube ich, in Tomb Raider erzählt. Ich bin mir nicht sicher. Das war ein tragisches Erlebnis. Ich weiß auch gar nicht mehr, was ich damals aufgenommen habe. Beziehungsweise nicht aufgenommen habe. Aber die Aufnahme wäre echt toll gewesen. Das weiß ich noch. Oh Mann. Profi am Werk. So, dann landen wir mal hier drüben. Wenn man das Landen nennen kann. Ich frage mich ja, was passiert, wenn wir dranbleiben, bis wir aufschlagen. Ob wir dann richtig viel Schaden nehmen oder ob das eigentlich geht. So, hier wären wir wieder. Manch einer kennt den Ort noch. Oh Mann, ey. Also mein Plan ist wieder, den Hund loszuwerden. Vorsicht. Ich versuche jetzt mal was Verrücktes. Parkraiser eh ein bisschen crazy. Warum nicht? Warum sucht der Typ jetzt schon? Okay, hier ist dieses Vieh. Da läuft auch einer. Okay. Also als erstes versuche ich wieder hier dieses Vögelchen zu befreien. Jetzt denken die nämlich, dass der Vogel den gekillt hat und nicht ich. Das ist alles super. Und die haben ihn schon erledigt. Es ist krass, wie schnell die sind. Bildet Suchtrupps. Da ist der Hund. Den müssten wir jetzt eigentlich abknallen. Ich weiß halt nur nicht, wie sich die KI jetzt verhält, wenn ich den Hund abknalle. Das ist auch was ich niemals gedacht hätte, dass ich sagen würde. Es tut mir super leid, Wuffy, aber es muss sein. Okay, wir haben den Hund schon mal weg. Vielleicht schaffe ich es sogar mit dem Scharfschützengewehr, wir werden sehen. Ja, wobei. Ihn könnte ich jetzt gleich hier wegmachen. Momentchen noch. Wo läufst du denn hin, Junge? Okay. Es ist nur noch einer übrig. Holy shit. Oh mein Gott, wie kriegen's hin? Zwar nicht mit Knifen, ist ja nicht schlimm, aber... Das war's. Das müssen alle gewesen sein, oder? Let's go! Ohne Alarm! Holy!
unentdeckt. 1500 XP, so macht man das. Easy. 4 von 34 Außenposten befreit. Yes, Mann. So, jetzt können wir auch wieder plündern ohne Probleme. Die alten Marken, eine neue Aufgabe. Okay, die hatten wir anscheinend noch nie. Die Leiche hier ist einfach despawned. Okay, schön. Freut mich. Schießherausforderung in der Region verfügbar. Ekelhaft. Lag hier nicht noch irgendwo? So. Ach ja. So, gehen wir mal rein. Gucken in die gute Stube, was wir da haben. Funkgerät. Gibt's hier nicht auch wieder so einen Computerchip irgendwie? Nee. Kiste plündern. Kein Computerchip. Bin enttäuscht. Hm. Gut, dann gehen wir halt wieder. Kein Ding. Ich bin der Größte. Ich bin der Größte. Schön. Eistee. Pfirsich-Eistee. Mega gut. Eine Sache würde ich mir noch wünschen. Es könnte gerne jetzt in den Gebieten, also die wir befreit haben, noch ein bisschen Action geben. Dass sie auch noch böse spawnen, aber ist nicht so wild. Mal gucken. Vielleicht ist es auch ganz gut, dass hier keiner spawnt und im Notfall kann man ja immer noch gucken, ob es vielleicht eine Mod dafür gibt. Aber ich glaube, es hat einen Sinn, dass das Gebiet dann friedlich ist. Ich meine, warum würden die Piraten sich jetzt auch hierher trauen? Höchstens für den Gegenangriff, aber wir sind hier so stark jetzt vertreten. Okay. Okay, let's go. Müssen wir nicht weiterreden. Wir sind jetzt so stark vertreten, da würden die sich wahrscheinlich gar nicht mehr hertrauen. Ich steige jetzt einfach auf den Jetski und wir werden Poker spielen gehen. Auf jeden Fall. Das ist der Ort, wo wir schon mal waren und da ging es damals nicht und ich war ein bisschen traurig und jetzt geht's doch. Bin gespannt. Oh, das Game ist so gut. Unser Tatau wächst halt so mächtig. Apropos Tatau und wachsen, warte, machen wir gleich an Land. Wir haben ja noch ein paar Fähigkeitspunkte bekommen. So, gucken wir mal ganz kurz. Fähigkeiten. Haben wir jetzt auch neue Fähigkeiten freigeschaltet? Schaut nicht so aus. Das ist schade. Hätte gerne mehr Fähigkeiten gehabt. Wir haben 4 Punkte. Ich kann ja alles freischalten eigentlich. Teilweise gelehrte Gesundheitsfälle regenerieren sich 50% schneller. Let's go. Lernen. Adrenalin. Und dann kann ich die zwei halt auch noch easy holen. Spritzen. Was? Potenzierung? Hergestellte Spritzen wirken 25% länger. Spritzenpotenzierung. Das hört sich super falsch an, aber stimmt schon. Lernen. Und dann halt noch ruhige Hand. Linksshift drücken, um das Fadenkreuz beim Ziel mit einem Zielfernrohr oder zweimal länger stabil zu halten. Das bringt uns halt auch noch einen guten Vorteil, aber ich hätte halt schon gerne diesen Takedown-Spaß hier drüben gehabt. Jetzt haben wir noch einen übrigen Punkt, aber können die nicht ausgeben. Gut. Tattoo ansehen. Es wächst. Holy shit, und es schaut so gut aus. Es ist echt wunderschön. Krass. Es gibt safe Leute, die sich das tätowieren haben lassen. Gehst halt so mit zum Tätowierer und sagst, das hätte ich gerne. Das ist aus dem Videospiel. Dann machen die das. Es gibt ja auch diese, das ist ja quasi im Endeffekt so ein Stammesding, aber es gibt ja auch die Tribal-Geschichten. Da musst du den Tätowierern auch wirklich erzählen können, was diese Sachen bedeuten, sonst machen die das nicht. Weil, ja, warum genau muss man jetzt wirklich super krass informierte Leute fragen? Ich habe es auch nur aus Hörensagen, aber ich glaube, es liegt halt daran, dass man da halt nicht im Endeffekt irgendwas auf dem Arm hat, dessen Bedeutung man nicht kennt und das am Ende irgendwie beleidigend oder aggressiv irgendwelchen Stämmen oder so gegenüber ist vielleicht. Würde ich jetzt mal so denken. Oder halt eine gewisse Glaubensbedeutung. Es kann auch irgendwie ein Fluch oder so sein, was weiß ich. Dass es irgendwie so in eine Richtung geht. Aber genug davon, wir gehen jetzt Poker spielen. Mhm. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Aber sowas von. Hallo Freunde! Euch habe ich schon die ganze Zeit gesucht.
Mit Musik. Okay, let's go. Poker, schlage die Punktzahl des Gegners. Wir haben eh so viel Geld. Ich werde so auf die Schnauze kriegen. Freunde, lasst uns spielen. Oh Gott, was? Die Kamera? Oh mein Gott. Was für ein Poker spielen die überhaupt? Oh Gott, ich hätte vielleicht das Tutorial spielen sollen. Okay, zwei Karten, let's go. Ich call it. Kann ich meine Hand anschauen? Okay, mit Linksklick. Okay. Fold heißt wahrscheinlich dann einfach nichts zu setzen und vielleicht sogar aufzugeben. Wir callen einfach. Call weiter. Ich calle. Checke. Warum darf er mit 5 mitgehen? Ich weiß, es gibt Regeln, mit der rechts vom Kartenausteiler sitzt und links und oh. Aber egal. Wir haben zwei Asse. Also. Call! Wird schon. Ich bin raus. Passe. Bisschen bluffen. Komm, nochmal ein Ass oder so. Ich werde erhöht. Erhöht. Alter, um was er erhöht. Mal gucken, ob ich die baiten kann. Ich habe nämlich was richtig Gutes. All in. Bin all in. Oh scheiße, wir sind pleite. Off. Oder? Warte. Ja, nein, ich dachte, er hat zwei Asse. Okay, wer hat jetzt Besseres? Wir beide ein Paar? Wir haben beide gewonnen, wir teilen uns den Gewinn. Imagine, wenn wir beide gewinnen. Krass. Nice. Wir haben $10 gemacht im Endeffekt, oder? Kann das sein? Dass wir $10 gemacht haben? Oder haben wir die 260 gewinnen gemacht? Weil wir haben ja 250 reingezahlt. Wir haben gewonnen, das ist das Wichtigste. Mach dir nichts draus. Hat das keine Chance? Das brauchte ich. Okay, jetzt ist er dran. Ich spiele einfach mal ein kurzes Ründchen. Ich hoffe, die Musik ist in Ordnung. Also natürlich einmal, dass man sich die anhören kann, und das andere kann man glaube ich schon, dass da Twitch und YouTube keine Probleme machen. Okay, ich schau mal, was haben wir. Das könnte doch was Schönes werden. Let's go. Da gehe ich mit. Call. Können wir die anderen dann noch komplett abzocken, dass sie kein Geld mehr haben? Mal gucken. Ich muss weiter callen, okay. Auf jeden. Du. Da, da, da. Ich passe. 80. Wir haben halt nichts, ne? Da wird auch nichts mehr draus, würde ich jetzt mal behaupten. Ich würde einfach mal, folden. Ich muss sehen, was du hast. All in. Genau so macht man das. Er hatte zwei Könige. Er hat gewonnen. Nein, die haben beide zwei Paar. Er wurde eliminiert. Hat er jetzt kein Geld mehr, oder wie? Wait. Komm zu Papa. Bist du jetzt pleite? Er ist pleite! Er ist raus! Er stellt sich jetzt dahinter und guckt zu. Okay, krass. Will ich das jetzt betrügen hier? Kann man hier betrügen? Wir haben doch schon mehrmals jetzt Pokerkarten gefunden. Kann man die eventuell hier mit reinnehmen und kann dann schummeln? Ja. Das wäre interessant. Okay, damit können wir arbeiten. Check. Ich check mal. Ich check mal. Ich check auch. Ich check auch. Checker. Check. Ich check mal. Ich
Das hat kaum Geld gerade drin. Ich erhöhe ein bisschen, will, dass da ein bisschen Geld reinkommt. 25. Ich werde passen. Ich reise dich. Ich reise dich. 45, ja, bin ich dabei. Fuck. Okay. Recht gehabt. Komm zu Papa. Anfängerglück. Also wir müssen eigentlich unsere Freunde suchen, die Insel vom Piraten befreien, aber ich spiele erstmal Poker. Kein Ding. Ich habe noch, nee, wie viel habe ich noch? 150. Cool. Also was habe ich? Okay. Geh mit. Ich raise. Die Runde setzt sich aus. What? Ich geh mit. Ja, weiter. Teilen wir mal aus. Ich erhöhe. Ich habe ein Paar bis jetzt. Na gut, all in. Nicht mein Tag. Bringen wir es hinter uns. Er ist raus. Er hat aufgegeben. Wir haben ihn rausgebaitet. Imagine. Nice, Mann. Let's go. So viel Glück habe ich sonst nie. Ich schlage dich nächstes Mal. Ich reise dich. 5, 4. Wir gehen einfach mal mit. Geh mit. Hallo. Ach ja, ist es nicht schön. Ich erhöhe. Ich gebe nicht auf. Das gönne ich ihm nicht. Ja, dann muss er sich's verdienen. Fuck. Ich werde erhöhen. Oh, ich habe ja schon ein paar Kappa. Ich glaube, der baitet. Ich frage mich, ob wir ihn jetzt, wenn wir jetzt all in gehen, was der Kollege dann macht. Spielst du oder nicht? Lass mich überlegen. 2, 3, 4. Es ist halt. Wird nichts mehr draus, so. Nee, ich fordere. Ja, guck ihn an. Das hätten wir nicht ändern können. Lacker. Mach dir nichts draus. Hat das keine Chance. Gib neue Hand. Ich hoffe, es ist okay, dass wir jetzt ein bisschen pokern. Aber mal ein bisschen entspannen hier. Hört halt auch zum Spielen, ne? Da, 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 du, du. Achso, wir können mal. Okay. Ja, let's go. Ich raise. Ich call it. Geh mit. Machen wir es ein bisschen interessanter. Ich hab nicht mehr so viel Geld. Da baut sich gerade noch nichts auf, wir checken einfach. Ich erhöhe. Hi. Und wie viel? $60 hat der gemacht. Mm-mm. Da bin ich raus. Das machen die schon irgendwie alleine. Ich werde erhöhen. Mal sehen, ich call all in. Alter. What? 3 Sechsen. Hä? Zwei Jungen. So geht das nicht weiter. Okay, jetzt raus, wir sind nur noch zu zweit. Wir haben gerade 770 Boot gehabt. Warte, da muss ich ja direkt husten, Alter. Alter, was er da hat. Was ich hier hab. Ich bin so lost.
Ich werde passen. What? Danke fürs Kleingeld. Ich finde die Stimmung gerade mega. So, let's go. Piu, piu. Yes. Ich raise. Ja, Nummer 1, let's go. Wir müssen die Chips ja irgendwie loswerden, oder? Mal sehen, was du hast. Das könnte richtig krass werden. Wir gehen mit. Was, du redest nicht mit ihm hier, ne? Warte, will er mir einen Tipp geben? Ich werde erhöhen. Oh. Warte mal eine Sekunde. Könnte es sein, dass er hier Tipps gibt, weil er sieht ja seine Karten rein theoretisch von hinten, dass er mir so irgendwie andeutet, so mach weiter oder hör auf. Das wäre ja mal mega gut. Aber wir wissen es leider nicht. Er geht erstmal in den Rauchen. Er will um 95 erhöhen. Hm. Ja, weiter. Ich erhöhe. Ich glaube, ich bin jetzt raus. Hi. Bitte, 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 bitte. Oh. GG. Hat er gut gespielt und wir sind raus. Du bist aus dem Spiel eliminiert. Möchtest du erneut spielen? Nee, nee. Später mal wieder. Ich danke euch. Hat Spaß gemacht.